stehen überall zwei kleine Eribas auf jedem Standplatz. Die Autos sind rausgefahren. Es ist einfach auch schön, wie jeder sich so Mühe gibt, nicht? Also jeder hat irgendwie einen besonderen Wagen. Jeder hat den so besonders eingerichtet, besondere Accessoires, wirklich ganz, ganz viel Zeit und Mühe auch reingesteckt. Das merkt man richtig. Es ist wirklich ein Lebensgefühl. Also ich würde sagen, die Eribaner sind Individualisten, die sich jetzt nicht so mit diesem 0815 Camping zufrieden geben. Das sieht man ja auch. Jeder Wohnwagen hat so seine eigene Note. Und man entdeckt ja auch die persönliche Handschrift der jeweiligen Besitzer. Aloha, das ist eigentlich ein Wort, das passt zum Eriba. Das meint Hallo, aber auch Willkommen und du gehörst dazu. Das ist das Aloha-Gefühl. Ja, das ist halt was Besonderes und das merken die Menschen, die den Eriba haben und gucken und schielen dann auch mal rüber und denken, ja Mensch, jetzt muss ich auch mal meinen eigenen Stil irgendwie ein bisschen finden. Also wir lieben dieses Kleine, weil der ist wendig, der ist schnell, ja, und wir mögen halt das Alte eher als das Neue. Irgendwie habe ich gedacht, das schaffen wir nie. Aber dann kamen alle Leute an, das war total spaßig. Selbst die Männer haben den Stoff ausgeschnitten. Und ganz schnell, nach 2 Stunden, waren 400 einzelne Wimpel an das Seil geklebt. Gänsehautkur quasi. Gänsehautkur, weil ich nicht erwartet habe, dass so viele Leute kommen und so eine coole Stimmung ist und so viel entsteht quasi an verschiedenen Stellen, das ist mega.